Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, die vergangene Woche war sehr ereignisreich, muss man sagen. Emotionale Bekenntnisse zu Beginn von Raw von Roman Reigns und die schlimme Erkrankung. Dann die Konsequenzen, die dieser Turn hervorgerufen hat, auch insbesondere bei Raw spürbar, macht ja Sinn, Reigns gehört dem Raw-Brand an. Dann SmackDown, der Aufbau zu Evolution. Evolution selbst wird diesen Sonntag ja über die Bühne gehen, werden wir entsprechend auch kurz drauf eingehen. Und dann, ja, wir kommen, obwohl wir letztens einen Podcast darüber gemacht haben, nicht vorbei, werden es allerdings ans Ende packen, damit die, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, es einfach dann gleich, sag ich mal, sein lassen können und sich vorher ausklinken können. WWE wird, wie geplant, Crown Jewel in Saudi-Arabien über die Bühne bringen. Das möchten wir heute nochmal ansprechen, denn beim Podcast, wo wir das letzte Mal mit Jens und Nexus besprochen haben, stand das noch in den Sternen, ob es passiert. Mittlerweile ist es offiziell bestätigt. Hier und heute eben nochmal kurz dazu etwas, aber eben, wie gesagt, am Ende und auch nicht schwerpunktmäßig. Aber wir kommen da einfach meines Erachtens nicht dran vorbei. Das alles bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern Gott sei Dank haben wir es geschafft, dass er auch diesmal wieder dabei ist. Julian ist derzeit unglaublich eingespannt, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich den Mann dabei habe, mit dem ich, glaube ich, damals das Format hier des Wochenrückblicks gestartet habe. Es war doch mit uns beiden, oder? Herzlich willkommen auf jeden Fall, der Nexus 3D, der Marvin. Genau, guten Morgen und du hast recht, dass wir beide, du hattest die Idee und du hast mich gefragt, ob wir nicht sowas machen sollen, weil die altbackene Raw Review als Podcast wollten wir ein bisschen überarbeiten und dann hast du gesagt, komm, lass uns das zusammen machen und wir haben es zusammen angefangen. Zwischendurch, du bist die Konstante des Formats und zwischendurch sind deine Partner, ähnlich wie bei Alarm für Cobra 11, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst. Oh, ein paar Jahre her, das Ding, ne? Aber ja, aber es gibt's immer noch und da ist immer der eine Partner und der immer wieder wechselnde Partner bekommt. Aber hey, die alten Partner kommen hier zurück und hier bin ich und ist ja immer wieder nett und ist halt, wir sind alle irgendwie, haben viel zu tun, aber irgendwie in einer ganzen Woche kriegen wir das schon irgendwo untergebracht. Das denke ich auch. Aber ist die Idee wirklich von mir? War die nicht tatsächlich eine Gemeinschaftsproduktion? Kann auch sein. Ich möchte den ganzen Ruhm jetzt nicht für mich irgendwie einheimsen. Ich möchte sogar fast sagen, und das ist, meine ich auch wirklich so, dass die Idee auch tatsächlich von Nex zum größten Teil ausgegangen ist. Ist aber ja auch egal. Ich weiß es einfach auch nicht mehr, genau. Haben wir uns gegenseitig genug, wie sagt man so richtig, schön, ich glaub, genau. Bruce Willis hat es bei Expendable 1 so schön gesagt, haben wir uns gegenseitig genug die Schwänze jetzt gelutscht. Genau, du siehst so gut aus heute. Ist das das Licht, oder? Ja, ich weiß. Es gibt mir jedes Mal, wenn ich in den Spiegel so, dann denke ich, ach Gott, wenn ich so aussehen würde wie Nex, dann wäre das gut. Aber es ist leider dann weinen wir einfach zusammen ein bisschen. Genau. Es ist immer so, es geht dann von Trauer Richtung Verzweiflung in Selbsthass dann über, aber genau. Dann müssen wir auch zur Arbeit oder geht das wieder? Gut, wir wollen über Wrestling sprechen und so humoristisch unsere, ja pseudo-humoristisch sage ich mal, die Einleitung jetzt wieder auch war oder so entspannt, wie sie auch war. Das Eröffnungsthema von Monday Night Raw war alles andere als lustig. Roman Reigns, wir haben ihn über Jahre kritisch gesehen, muss man auch ganz deutlich sagen, egal ob es Jens war, Marvin, ich, Julian oder Julian. Wir haben ja zwei Julians eine Zeit lang gehabt. Reigns wurde von uns immer kritisch gesehen als Babyface. Wir waren immer der Meinung, dass er nicht der Richtige sei und so weiter und so fort. Dass jetzt diese Eröffnungsprobe mit dem Inhalt Thema von Monday Night Raw werden würde, hat jeden, auch uns, vollkommen überrascht. Und jeden, auch uns, natürlich, ja, man kann schon sagen, getroffen. Das ist immer, es klingt ein bisschen heuchlerisch, weil wir ihn nicht kennen und so weiter. Und solche medienwirksam inszenierten Bekenntnisse, natürlich, da sagt jeder, oh, ich war geschockt. Aber ja, natürlich, man ist geschockt, wenn man so etwas Schlimmes hört. Leukämie ist überhaupt nicht witzig. Und man muss auch kein großer Mediziner sein, um sich da irgendwie eine Aussage zu erlauben. Das kann ganz übel ausgehen, insbesondere wenn man wie Reigns das Ganze schon mal hatte. Wenn irgendeine Krankheit wiederkommt, ist das selten witzig. Und die Kommentare, die wir da gesehen haben, teilweise, jetzt kann man Raw endlich wieder gucken. Reigns, was Besseres konnte ihm nicht passieren, um zum Face zu werden. Oder so schlimm ist Krebs gar nicht. Manche sagen auch sowas. Das ist alles, also, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ist keines also Kommentars würdigen. Genau, sehe ich genau wie du.
Das ist einfach scheiße, was da gelaufen ist. Und alle wünschen ihm gute Besserung, wir natürlich auch. Ob es irgendwas bringt, weiß ich nicht. Aber was soll man sagen? Schicksalsschlag, ganz, ganz schlimm. Man hat dann Backstage auch das Video gesehen, wo er sich dann verlassen hat. Also man muss Reigns da mal in die Augen gucken, um zu sehen, was dieser Auftritt da bewirkt hat, Marvin, oder? Genau, also ich fand den Auftritt auch wirklich einfach mega krass so und man hat es ihm einfach angesehen, auch so diese Tatsache, weil er zu Beginn natürlich noch ausgebuht wurde, so wie sehr er das irgendwie genossen hat, weil er das wusste, dass es jetzt erstmal so das letzte Mal für eine bestimmte Zeit, ne? Und es, vor allem, was ich halt krass fand, so dass ich das sowohl nicht wusste, dass er Leukämie schon mal hatte mit 22 und dass das jetzt, es kam einfach so plötzlich. Also ich hätte damit absolut nicht gerechnet oder irgendwas schon gelesen, gehört. Und deswegen war das echt ein ziemlicher Schock und gerade das Ende natürlich auch dann nochmal mit seinen Shield-Partnern sehr emotional. Mehr kann ich da einfach auch nicht sagen. Das ist eine schreckliche Sache und den Titel so abgenommen zu bekommen, egal ob er jetzt gerechtfertigt Champion wird in unserer Wrestling-Welt, ist vollkommen egal. Das ist einfach nur schrecklich. Aber umso schöner habe ich fand ich dann eben die Reaktion aller Wrestling-Fans, egal ob New Japan und Ring of Honor, Impact Wrestling, auch also die ganzen Promotions, auch die Indie-Ligen, alle haben irgendwie zusammengehalten. Egal, ob es auch Kenny Omega oder wer auch immer war, also das fand ich ganz schön. Und das ist auch irgendwie das, glaube ich, auch wenn es jetzt so ein bisschen pathetisch klingt, aber was vielleicht auch Wrestling so verbinden sollte. Einfach so diese Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und das fand ich irgendwie ganz schön, dass man das zwischendurch dann doch auch immer spürt, wenn man über die Lager hinweg vielleicht ein wenig denkt. Ist übrigens auch fürs Leben ganz cool. Ja, hast du schön gesagt. Also gerade die weltweit und promotionsübergreifenden Bekundungen. Ich meine, das ist eine Nachricht, die durch alle Medien ging. Durch Klatschpresse, durch Mainstream Unterhaltungsmedien, teilweise auch durch Nachrichten, die jetzt nicht auf Tagesschau-Niveau waren, aber eben auch doch entsprechend das beleuchtet haben. Das hat eben keinen wirklich kalt gelassen. Und wir wollen auch jetzt gar nicht sagen, wir können uns über Reigns nicht groß äußern, über den Menschen, der dahinter steht. Das wollen wir uns gar nicht anmaßen. Wir wollen auch nicht sagen, ganz, ganz schlimm, wie wird das Wrestling verändern? Nein, in das Horn stoßen wir auch nicht. Es ist einfach ein menschliches, tragisches Schicksal, bei dem man ihm einfach nur alles Gute dieser Welt wünschen kann. Und wer das nicht tut, dem ist, glaube ich, schwer zu helfen. Auch wer glaubt, dass das ein Work ist, dem ist, glaube ich, auch nicht zu helfen. Das ist definitiv kein Work. Also man muss WWE vieles zutrauen, aber sicherlich nicht, dass sie eine Krebserkrankung dergestalt inszenieren, um einen Turn zu vollziehen oder um Reigns over zu bekommen. Das halte ich für geschmacklos und völlig abwegig. Wir wünschen ihm einfach nur alles, alles Gute, so wie der meiste Rest der Welt auch. Und viel mehr kann man dazu eben auch nicht sagen. Und deswegen mit diesen besten Wünschen würde ich sagen, Marvin, sollten wir dieses Thema verlassen. Genau. Denn mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder? Nee, absolut nicht. Also, ich würde einfach sagen, ich meine, das zieht sich natürlich auch irgendwie durch die ganze Show. Bei Raw hat man das natürlich auch gemerkt. Ist natürlich schwierig, wenn man so eine Nachricht zu Beginn der Show hört, auch für die Fans natürlich in der Halle, gerade für die Fans, also für alle, die halt dann anwesend sind und gerade dann so Teil dessen werden. Und ich weiß nicht, irgendein Wrestler hat es auch auf, ich glaube, Daniel Bryan war es auf Twitter geschrieben, man hat halt so gemerkt, wie so das halt, das war halt irgendwie dann noch fast schon spannend, irgendwie zu sehen, dieser Übergang von den Fans so zwischen, so ich buhe Roman Reigns aus und dann Roman Reigns als Person gesprochen hat und die wirklich die Luft so aus der ganzen Halle gezogen wurde, einfach alle schockiert waren und das hat sich so ein bisschen durch die Show gezogen, aber nichtsdestotrotz, genau, das zu dem Thema haben wir alles gesagt und ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach über die Ereignisse in der Show. Wir haben ja auch noch genug zu tun, was so noch andere Themen angeht. Ja, hast du schön gesagt, denn, und das ist eben auch typisch WWE und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ oder typisch für das Showbusiness im Allgemeinen, the show must go on, so, und das wird WWE auch immer umsetzen. Vince ist ein Showman, ein Inszenierungskünstler sozusagen und er hat diese Botschaft ganz bewusst zu Beginn der Show platziert, das musste auch so sein, alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht und er hat die Show
so merkwürdig es klingt, man kann auch da über bestimmte Details sehr kritisch sprechen. Manches wirkte fast makaber, ob gewollt oder nicht. Ich denke mal natürlich nicht, aber das lassen wir mal stehen. Er war gezwungen, die Show noch mehr als sonst auf Reigns, beziehungsweise hier auf seinem Rücktritt aufzubauen. Denn Reigns fällt jetzt erstmal, hoffentlich nur auf eine bestimmte Zeit befristet, auf jeden Fall für unbestimmte Zeit aus. Und das heißt, wir haben keinen Champion, wir haben das Top-Babyface nicht mehr in den Shows, wir haben Crown Jewel, ein Triple-Threat-Match, wir haben eine ganze Menge. Und das muss irgendwie, muss man damit umgehen. Und Vince hat diese Raw-Ausgabe entsprechend benutzt. Benutzt ist falsch, er hat sie genutzt, das klingt deutlich besser. Er hat sie genutzt, um auf dieser Situation entsprechend gleich mal auf die Situation zu reagieren. Zum einen gibt es auf der Turnfront einiges, was hier passiert ist. Reigns als Top-Babyface fiel weg und man musste gucken, wie man es ersetzt. Man hat sich, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Person jetzt unbedingt den Spot von Roman Reigns einnehmen muss oder ob er es überhaupt kann, das ist eine ganz andere Geschichte, aber man hat sich entschieden, eine Person, die sehr große Reaktion zieht, die sehr, sehr charismatisch ist, körperlich sehr gut dasteht, wrestlerisch mit einigen Defiziten zu kämpfen hat. Man hat sich entschieden, diese Person vom für mich großartigen Heel zum Face zu turnen. Ich spreche von Elias. Elias ist immer durch das Phänomen aufgefallen, dass er, wenn er angekündigt wurde, in jeder Halle gefeiert wurde, bis er dann mit ein paar simplen Sätzen die Stadt, in der man gerade war, beleidigt hat und dann wurde er sofort ausgebuht. So dieser Trick hat immer geklappt und ich finde, es war immer gleich, aber er hat es mit bestimmten Details immer putzig gemacht. Jetzt hat man gesagt, wir nehmen dieses Phänomen Elias, turn es und machen es vom Heel, der immer viele Face-Reaktionen bekommen hat, direkt zum Face. Man hat es auch auf die denkbar beste Art gemacht, nämlich indem man ihn Baron Corbin als Gegenpart gegeben hat. Elias hat sein Liedchen geträllert, nachdem er vorher gegen Apollo Crews gewonnen hat, wofür es übrigens auch schon Face-Jubel gab, nachdem er den Pin durchgesetzt hatte. Man hat diesen Baron Corbin genommen und Elias, nachdem er sein Liedchen antrennern wollte, so ein bisschen in einen Dialog verwickelt, wo hier schon klar war, dass Corbin Heel vor dem Herrn, keiner mag ihn, und Elias hier da schon deutlich Face war. Nachdem Corbin ihn dann weggeschickt hat und sagte, wenn du nicht gehst, dann ist dein Job weg und ich werde dich feuern, kam Elias zurück und zerdepperte eine Gitarre auf dem Rücken von Corbin. Übrigens ein lupenreiner Heel-Move eigentlich, aber meine Güte, was soll's. Damit ist jetzt Elias meines Erachtens eindeutig offiziell zum Face geturnt. Und ich würde gerne mal erstmal Marvins Reaktion zu diesem Turn hören. Ich habe eine sehr konkrete Meinung dazu, aber das erste Wort gebührt unserem Nexus. Ja, an sich gut gemacht, aber das berüchtigte Aber, ich habe Angst, dass das der falsche Move war. Weil, wie in der Vergangenheit so des Öfteren gewesen, Heels, die Face-Reaktion gezogen haben, wurden zum Face geturnt und der Face-Run war dementsprechend halt nicht gut. Weil WWE dann doch immer Probleme hat, sowohl Heels als auch Faces zu manifestieren und zu darstellen zu lassen. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob dieser Zauber von Elias dann weiter so funktioniert, wenn er jetzt, sage ich mal, auch in jeder Stadt sein Konzert hält und sagt, wie toll er die Stadt findet oder mit irgendwelchen Funfacts über die Stadt dann positive Reaktionen ziehen will. Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Ich weiß, dass man viel in Elias sieht und ne, vielleicht wird das jetzt eben auch dann nochmal ein bisschen beschleunigt. Keine Ahnung, wo man mit ihm hin will, weil wrestlerisch natürlich sehr schwierig. Aber ich fand ihn halt immer sehr, sehr charismatisch. Es hat immer mega viel Spaß gemacht, ihm dabei auch zuzuhören und wie er mit dem Publikum interagiert. Vielleicht ist er so gut, dass er das tatsächlich auch als Face abwechslungsreich gestalten kann und nicht so anbiedernd, was halt sehr oft bei Faces der Fall ist. Und ja, mal sehen. Also ich bin kritisch eingestellt und ich habe Angst, dass dadurch halt der Zauber, der vorher da war, halt verloren geht. Ja, also ich bin froh, dass ich dich zuerst rangenommen habe oder dir zuerst das Wort erteilt habe sozusagen, denn ich sehe das ganz genauso. Elias, ich habe ihn mal ein Stück weit als One-Trick-Pony bezeichnet, denn und das meinte ich gar nicht mal abwerten. Elias kann überragend gut mit der Crowd spielen. Das ist wirklich
dieser Trick funktioniert immer wieder. Man muss nur den Patriotismus der Amerikaner so ein bisschen kitzeln, ihre Stadt beleidigen, Gesundheit, dann... Ach sorry, ich dachte, ich bin gemutet. Nee, alles gut. dann kriegt man den Heat. Und da brauchst du ein gewisses Grundcharisma und das hat Elias einfach. Du hast eben auch ein Wort genannt, was ich genau sofort und genau so auch genannt hätte. Die Gefahr des Anbiederns, will ich es mal nennen. Also, nichts klingt anbiedernder, als wenn ich in eine Stadt gehe, keine Ahnung, nach München und sage, Mensch, das Oktoberfest fand ich immer schon geil. Boah, genau, in Hamburg, Mensch, super. Geile Philharmonie ist mein Lieblingsbau. Yeah, oder genau. Irgend so ein Scheiß. Ja. Das muss kacke wirken. Wenn das bei irgendjemandem vielleicht nicht anbiedernd wirkt, dann vielleicht bei Elias. Ich weiß es nicht, weil er dieses Charisma hat. Genau, also ich räume schon ihm eine Chance ein, dass er das hinbekommt. Aber auch, wie du auch festgestellt hast, jetzt bei dem Heel-Turn, es bedarf halt dann einen Gegenspieler. Und Baron Corbin, würde ich jetzt nicht sagen, ist ein großartiger Heel, aber er wird halt einfach nicht gemocht. So, und, das reicht, ja. Genau, das reicht. Und ne, ich hoffe halt, dass er, vielleicht kriegt das wirklich hin, ohne jetzt immer einen guten Gegenpart zu haben. Und das wird der Fall sein, dass er nicht immer gegen einen guten Heel, der mit dem Publikum umzugehen weiß, eben entgegengestellt bekommt, dass er es vielleicht trotzdem schafft. Aber ich ahne, wenn es darauf hinausläuft, ne, weil WWE hat halt die Tendenz, entweder anbiedernd die Faces darzustellen oder halt wie absolute Vollidioten, die dann irgendeinen kindischen Quatsch machen. Und ja, mal sehen. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil es jetzt auch so ein Stück weit halt wirklich dann, ja, der, ne, jetzt ein bisschen dramatisch, aber so ein Scheideweg ist für Elias, ob er jetzt der Turn wirklich so die richtige Entscheidung für ihn ist. Ja, die Gefahr sehe ich auch. Also wo man es vielleicht oder was klappen könnte, das hast du auch, finde ich, sehr schön gesagt, wenn man ihm den richtigen Gegner an die Seite stellt. Corbin mag dafür derzeit der richtige Mann sein, aber auch nur, weil er in dieser Commissioner-Rolle derzeit drinsteckt. Das ist ganz wichtig. Er hat eine gewisse Autorität. Und so kann man auf einer kleineren Flamme das Spiel Austin Vince hier eben mit Elias und Corbin spielen. Natürlich 2-3 Stufen niedriger gekocht, das ist mir auch klar. Auf sich müsste man eigentlich Elias den Gegenpart Steph oder Vince oder Hunter an die Seite stellen. Und die sind doch ein paar Nummern zu groß, meines Erachtens, um Elias auf dieser Ebene schon zu etablieren. Ob sie überhaupt auf sich klappt, ist eine andere Geschichte. Aber genau wie du sehe ich es so, dass Elias entsprechende Gegenparts braucht, um nicht ganz schnell in der 0815-Kiste zu landen. Und das gilt es zu verfolgen. Man hat ihm jetzt eine sehr schwere Bürde mitgegeben, wie ich finde. Ich bin auch skeptisch. Ich hätte Elias gerne noch länger in dieser Rolle gesehen. Andererseits kamen da auch schon die Rufe, es nutzt sich doch langsam sehr ab. Die kann man auch nicht ignorieren, meines Erachtens. Frage ist eben, was machen wir jetzt mit ihm? Und das würde ich genauso sagen wie du. Schauen wir uns einfach mal an. Skepsis ist angebracht. Was man halt einwerfen sollte, dass ich gar nicht unbedingt glaube, dass er jetzt derjenige ist, der wirklich der, sag ich mal, Nachfolger jetzt oder temporär eben diese Rolle übernehmen soll. Sondern tatsächlich glaube und für die Rolle auch besser passt, anhand der Reaktion, eben Braun Strowman wäre. Für die Top-Face-Rolle meinst genau, du? Genau, richtig, ja. Bin ich mir auch sicher, dass er sie einnehmen wird. Genau, bin ich mir auch. Sicher. Weil da würde das einfach auch das Gesamtpaket passen. Weil die Reaktionen schon so großartig waren in den letzten Monaten und dieser Heel-Turn so absolut unnötig gewesen ist. So auch so völlig sinnfrei. Aber wahrscheinlich sinnfrei halt auch aufgrund der Pläne, die man hatte. Eben nicht sinnfrei für WWE aufgrund der Pläne. Aber das hat sich jetzt nun mal geändert und man wird Brock Lesnar nicht den Titel geben. So. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich bei 10%, dass man Lesnar den Titel genau. gibt. Oder noch geringer. Nur wenn man. Ich will es auch nicht ganz ausradieren, weil ich mir vorstellen kann, okay. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, wann der Kampf angesetzt, also wann geplant ist, Brock Lesnar wieder ins Octagon zu schicken. Anfang des nächsten Jahres, ist das richtig? Weißt du das zufällig? Ja, so habe ich es auch verstanden. Ne? Und dann könnte ich mir nämlich halt gut vorstellen, dass man sagt, okay, wir wollen Brock Lesnar ne, in zwei Sportarten als Champion haben quasi. Ne, ist natürlich riskant, weil es nicht sicher ist, ob er gewinnt. Aber so nach dem Motto, oder ne, so er kommt mit dem Titel ins Octagon.
und verliert ihn dann halt irgendwann vor WrestleMania. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Ja, oder Vince denkt ganz anders. Das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt, der Gedanke, das gebe ich zu. Aber die News ist in den letzten Tagen rausgegangen. Genauer genommen haben wir das Thema zweimal in den letzten zwei Wochen in den News verfrühstückt. Nämlich die Tatsache, wie Fox, wo SmackDown ja ab Oktober 2019 ausgestrahlt werden wird, wie Fox Wrestling sieht. Nämlich eindeutig mit einem eher sportlichen Aspekt. Und wenn du dann, natürlich musst du dann Lesnar erstmal ein Jahr wieder Champion lassen, wenn du dann Lesnar als UFC-Fighter und WWE-Champion inszenieren kannst, dann wird doch Fox sich freuen wie ein kleines Kind, weil das ist doch nur ein sehr, sehr sportlicher Aspekt, wenn du Wrestling auf diese Weise mit MMA verknüpfen kannst, zumindest Mainstream-mäßig ein bisschen vorgaukeln kannst, dass dem so sei. Das würde wieder für Lesnar sprechen, allein es ist noch sehr viel Zeit bis dahin. Und deswegen sehe ich genau wie du die Wahrscheinlichkeit, dass man Lesnar jetzt bei Crown Jewel wieder zum Champion macht, um ihn wieder ein Jahr lang Champ zu lassen, das glaube ich ist doch eher unwahrscheinlich. Und von daher sehe ich es genau wie du, 10% oder weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lesnar bei Crown Jewel den Titel wieder bekommt und wieder über ein Jahr hält. Sehe ich einfach nicht, wenn er kurz vor dem Start von SmackDown Live bei Fox. Und deswegen gehe ich mit dir mit. Man müsste hier eigentlich, ob er der Richtige ist oder nicht, sei ebenfalls dahingestellt, über Strowman gehen. Und wenn wir das die Ereignisse bei Raw mal verfolgen, die Art und Weise, wie hier Heyman seine Promo inszeniert hat, von wegen Reigns war ein toller Champ, er hat dem Beast alles abverlangt, Strowman ist aber Kacke, so nach dem Motto, und Strowman kam raus, da ist Strowman schon wieder meines Erachtens deutlich eher in der Rolle des Faces. Und Lesnar und Heyman werden hier in die Rolle der Heels gebuckt. Das muss auch so sein. Und deswegen Tendenzen, meine ich, hier schon wahrgenommen zu haben, dass... Eben, und ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, WWE hat es verbockt mit dem Heel-Turn. Und jetzt wird man... Das ist ja das Gute, in Anführungszeichen, bei WWE-Fans auch, ne? So, die nehmen der WWE das nicht übel, beziehungsweise also nicht alle... Gerade halt die Fans in der Halle, wenn man jetzt Strowman wieder als Face darstellt, da wird jeder mitgehen. So, dann werden die Reaktionen wieder top. Und einfacher können sie es auch nicht machen. Gerade gegen Lesnar nicht. Weil klar, es wird immer Leute geben, die Lesnar bejubeln, aber der Konsens ist schon dahingehend, dass er viel zu lange Champion war und dieser Champion-Run halt nicht gut für seine Reaktion gewesen. Und gerade, glaube ich, das Aufeinandertreffen Braun Strowman, Brock Lesnar zieht einfach Reaktionen. Wenn Strowman dann gewinnt, das würde, glaube ich, eine Explosion geben. Gut, in Saudi-Arabien vielleicht nicht die beste Alternative. Aber, also ich meine zumindest nicht die, also die Reaktion, weiß ich nicht, ob die da so großartig werden würden. Aber so grundsätzlich, glaube ich, könnte man da Braun Strowman da definitiv als Top-Face dann installieren. Definitiv, zumal du hast es ja auch schon gesagt, dass Lesnar so lange Champion war, da hat sich so langsam, aber sicher unterschwellig so kleiner Go-Away-Heat breit gemacht in Bezug auf Lesnar, der immer noch da ist. Er wird immer Reaktionen kriegen, ein Stück weit. Es gibt immer Leute, die sagen, Lesnar, coole Sau, geiler Typ. Klar, ist er ja auch. Ja. Ist ja auch wirklich ein Tier. Aber unterschwellig ist bei vielen, oder auch mittlerweile ganz, ganz deutlich, bei vielen Fans tatsächlich der Tenor, wir haben die Schnauze jetzt mal voll von so einem Teilzeit-Champion, der eh nie da ist. Bitte wieder mal ein Fighting-Champion. So. Und so wie hier bei Raw Strowman inszeniert wurde, der so ein bisschen sich mit Heyman und Lesnar angelegt hat und dann kam Drew McIntyre und hat ihm mit dem Claymore-Kick auch noch lahmgelegt, da steht der arme Strowman, das freundliche Monster von nebenan, jetzt gegen zwei Powerhouses, Lesnar und McIntyre. Das klingt alles schon sehr facig. Und vor diesem Hintergrund können wir fast, ich will nicht sagen, wir wetten, aber wir beide geben eine gewisse Tendenz dahingehend ab, eine Prognose, die relativ ja, deutlich auch von uns ausgesprochen wird. Elias wird nicht die Top-Rolle einnehmen, sondern eher Strowman. Und er kriegt ja auch den Championship-Kampf und unter uns zu 90% ist die Wahrscheinlichkeit so, dass er gewinnen wird. So, und dann musst du ihn als Face etablieren. Die Frage ist nur, wer ist der Top-Heel dann? Lesnar ist weg. Ambrose? Ich weiß nicht. Reden wir aber über Ambrose, denn der hat den zweiten Turn des Abends hingelegt und hier gab es natürlich viel
Diskussionspotenzial. The Shield hatten das Titelmatch, oder The Shield, Ambrose und Reigns und Rollins hatten ja nach dem Fistbump der beiden mit Reigns zu Beginn des Eröffnungssegments oder zum Ende des Eröffnungssegments das Titelmatch bekommen und diesen Kampf ausdrücklich Reigns gewidmet. Nochmal, Reigns hat seine Karriere unterbrochen, ausdrücklich nicht retired, hat er gesagt, unterbrochen wegen einer Leukämieerkrankung, einer Krebserkrankung, die auch schon mal tödlich endet. So, es gab dann das Titelmatch Rollins und Ambrose gegen Ziggler und McIntyre. Die beiden haben gewonnen. Die Halle war komplett drin, muss man sagen. Der Jubel nach dem Sieg war unglaublich. Ambrose und Rollins haben sich tierisch gefreut. Und ja, man kann drüber streiten, inwiefern das, wenn man vorher ausdrücklich den Kampf und dann den Titelgewinn dem krebskranken Reigns widmet, inwiefern dann ein Turn entweder A, geschmacklos vielleicht ein bisschen ist oder einem Turn noch mehr Heat verleiht. Vince ist da knallhart und sagt, Show must go on, nimm die Emotionen, wo sie sich bieten. Und natürlich, die Emotionen waren da. Die Halle, man hat dann viele Close-Ups gesehen von Fans, die geguckt haben, teilweise so wie ungläubig und traurig berührt, als ob der Taker gerade die Streak gegen Lesnar 2014 verloren hat. Der Taker die Streak gegen Lesnar verloren hat. Also das war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Man hat also sehr viel Heat auf Ambrose gepackt. Pardon. Er ist jetzt sehr, sehr gehasst, Kayfabe-mäßig. Und was meinst du? War A, der Turn war nachvollziehbar. Er sollte noch ein bisschen rausgezogen werden, das ist auch bekannt. Jetzt hat man den Turn vorgezogen. Was meinst du? War es die richtige Entscheidung, A, ihn zu turnen und B, ihn auf diese Weise zu turnen? Also sagen wir mal so, ich kann jede Person verstehen, die sich darüber aufregt. Gerade weil du das genannt hast, mit dem das Match war Reigns gewidmet. Cole hatte, als der Turn dann auch kam, ja auch gesagt, so von wegen an so sowas, also ne, die Handlung von Ambrose an so einem Abend, also auch nochmal angespielt auf Reigns. Ja, es ist halt so, es ist halt eine moralische Diskussion irgendwie. Natürlich wird Reigns da irgendwie was zu gesagt haben, mit Sicherheit, dass, ne, und ne, gerade glaube ich, wenn man in dem Business ist, so, ich weiß nicht, wobei ich mir sicher bin, dass Reigns dagegen nichts hat. Da bin ich mir echt. Reigns ist Profi, ja. Genau, genau, da bin ich mir halt ziemlich sicher. Aber ich persönlich frage mich schon, warum? So, hätte man das nicht noch eine Woche abwarten können? So, klar, der Turn kam so oder so, aber einfach auch symbolisch, weil man es halt dann doch, sag ich mal, die ganze Bekanntgabe von Reigns natürlich auch sehr emotional inszeniert hat, gerade eben als dann seine Shield-Brüder noch rauskamen und Rollins und Ambrose auch sichtlich weint, dann irgendwie, also, ne, oder zumindest Ambrose mit den Tränen am Kämpfen war und dann sofort so, also sowas, ich fand's unnötig. Also ich verstehe es, es hat funktioniert auch, aber ich persönlich hätte einfach gesagt, das machen wir anders. Ja, es hätte auch eine Woche später noch genauso oder ähnlich gut funktioniert. Eben. Aber es hätte, und das ist eben das, was Vince, das ist ihm egal. Das kann man, jetzt will ich gar nicht gut oder schlecht jetzt. Ja, doch, aber ich finde das nicht gut. Also so, ich sag das schon so, also ich sehe das schon so, dass man, ich finde, auch wenn es natürlich das ein erbarmungsloses Business ist, finde ich, kann man irgendwie dann doch versuchen, irgendwelche moralischen Grenzen, vielleicht ist es auch ein bisschen naiv jetzt so zu sagen, weil ich kenne Vince McMahon und ich weiß, dass es in der Geschichte schon häufig Sachen gab und ich meine einfach Storyline-Themen, wo man dachte, so Alter, ne, so muss man nicht haben, aber so klar, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen naiv so zu sagen und aber ja, ich persönlich, ich ist jetzt auch nicht so, dass ich erschüttert bin, weil wie gesagt, aber ich finde es einfach nur unnötig. Ich finde, man hätte es eine Woche später machen können, so Punkt. Also, geh ich mit, sehe ich ganz genauso. Ich hätte es auch für richtig gefunden. Und du hast den moralischen Aspekt dieser ganzen Geschichte angesprochen. Das hat einen ganz merkwürdigen Beigeschmack anhand einer schlicht realen, tödlichen, eventuell tödlichen Krankheit. Man hätte ja auch nicht sagen müssen, dass sie diesen Kampf Reigns widmen. Hätte man ja auch lassen können. So. Wenn man es aber macht, dann hat es tatsächlich dieses Geschmäckle. Da gebe ich dir auch recht.
Aber jetzt mal unabhängig von der moralischen Komponente, die du ja angesprochen hast und wo ich dir auch komplett beipflichte, ist Wrestling ja auch eigentlich relativ einfach. Und es ist am Ende ganz häufig die Intention, schick die Fans glücklich nach Hause, so nach dem Motto. Das ist, sag ich mal, so ein Wrestling-Einmaleins. Dann hast du einen guten Feel-Good-Moment zum Abschluss. Wenn du schon mit so einer Hiobsbotschaft wie Reigns Krebserkrankung die Show aufmachst, wenn du dann auch Ambrose und Rollins den Kampf Reigns widmen lässt und wenn du die beiden dann auch noch gewinnen lässt, dann macht es doch vollkommen Sinn unter dem Aspekt, schick die Fans halbwegs glücklich nach Hause, dass du dann den Cut machst für diese Woche und sagst, och Mensch, ganz, ganz schlimm die Sache mit Reigns, aber seine Freunde sind da und ja, man widmet ihm dem Sieg, er ist nicht alleine, Liebe überwindet alles, so nach dem Motto. Das klingt jetzt auch erfrischend naiv, ich weiß, ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie anders darstellen. Aber du hättest diesen Send the Crowd Home Happy Moment, du hättest ihn gehabt. Und den Turn, genau wie du sagtest, hätte man eine Woche später genauso gut inszenieren können. Man würde sich bei dieser Show daran erinnern, dass Reigns hier seine Krankheit publik gemacht hat und dass seine Freunde für ihn den Titel gewonnen hätten. Das bleibt in Erinnerung. Nächste Woche der Turn ist eine ganz andere Geschichte, wäre ein neues Kapitel gewesen. Aber so hast du beide Sachen vermengt. Genau wie du finde ich es unnötig, moralisch fragwürdig. Da halte ich mich aber ein bisschen zurück, weil so ist das Business. Da, ne, also, aber es war unnötig. Genau wie du meine ich, es war nicht nötig. Der Heat wäre eine Woche später genauso groß gewesen. Und von dem her, ja, hätte nicht sein müssen. Genau, ja. Entschuldigung, Marvin, ich habe Nee, ich habe nur zugestimmt. Mhm. Okay, dann haben wir noch ein, zwei, also auch so, das ist jetzt ein Detail. Ich will hier Vince oder der WWE auch gar nichts Böses unterstellen. Aber die Promo von Hunter und Sean, okay, muss sein. Mir hat sie nichts gegeben, aber Fans von DX werden es gut gefunden haben. Aber dass du nachdem Reigns seine Krebserkrankung publik machst, dann ein Segment inszenierst, wo der Undertaker mit, wie eben es dazu gehört, auf dem Friedhof mit Grabstein und Tod kommt und unmittelbar nach diesem Todessegment quasi nochmal zusammenfasst, was Reigns im Eröffnungssegment gesagt hat, da dachte ich auch, Leute, ihr macht wieder Freude. Das war natürlich eine Koinzidenz von unglücklichen Umständen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt war. Also nach einem Friedhofssegment das Ding mit Reigns nochmal zusammenzufassen. Beim besten Willen nicht. Hoffentlich. Aber das waren so Geschichten, wo man ihm sagt, ja, nicht so das beste Timing, wenn es sein muss. Ja, das war eigentlich das Wichtigste von Raw, meine ich, Marvin. Oder hast du noch irgendwas, was du... Also es war noch viel anderes, aber nicht wirklich viel Wichtiges, fand ich. Genau, ich finde, wir haben eigentlich das alles Wichtige zusammengefasst. Und auch in dieser Woche, fand ich, war Raw jetzt unabhängig auch von Roman Reigns die wichtigere Show wieder einmal. Wenn wir jetzt nämlich kurz auf SmackDown zu sprechen kommen. Genau, hast du eine schöne Überleitung gemacht. Ich wollte auch mal probieren. War super, also ich weiß es nicht, ich muss nur noch jetzt quasi einstimmen in diese Überleitung. Ja, und auch der Tenor ist eindeutig meines Erachtens. SmackDown hat diese Woche nicht viel gerissen. Big Show hat den, glaube ich, 528.000. Turn hingelegt. Ich glaube, er ist der am meisten geturnteste Wrestler aller Zeiten. Wird jetzt mit The Bar gemeinsame Sache machen und gegen New Day rumtüdeln. Aiden English hat seine 5 Minuten im Spotlight gehabt. Er hat gegen Rusev eindeutig und schnell verloren. Es wurde uns auch deutlich gesagt von den Kommentatoren, dass das mit der Fehde jetzt das war. Das Championship-Match zwischen Bryan und Styles wird überragend aufgebaut, nämlich dadurch, dass beide gepinnt werden. Okay, kann man machen. Becky Lynch und Charlotte machen interessante NXT-Zusammentreffen. Alles gut und richtig. Alleine eine Sache blieb völlig außen vor, oder nahezu völlig außen vor, nämlich die Tatsache, dass nächste Woche Evolution ist. Diesen Sonntag meinst du? Morgen, genau. Heute Nacht ist Evolution, pardon. Stattdessen schickt aber das ist ja genau das, was das Problem ist, so dass man nicht weiß, wann diese Show ist. Also genau. Finde ich, hast gerade eigentlich das Problem gut benannt. Unfreiwillig habe ich es auf den Punkt gebracht, sozusagen. Der Main Event bestand in dem ausgelutschten Match Randy Orton gegen Jeff Hardy. Nicht in irgendeinem, und davor hat Shane McMahon interessantes Zeug gefaselt, wobei, sehr gut muss ich gestehen, als er das Turnier versucht hat zu pushen und CM Punk Chance kam, sagt er, ich glaube, der ist gar nicht im Turnier. Das hat er sehr elegant gelöst, fand ich. Aber ansonsten hat er ziemlich viel Unfug gefaselt. Aber wenn du quasi in der Go-Home-Show vor dem ersten Frauen-Pay-Per-View Evolution Randy Orton gegen Jeff Hardy in einem Teebeutel der 500. Aufguss präsentierst,
und nicht die Show inszenierst, dann weißt du, dass Evolution wohl nicht die höchste Priorität haben kann bei den WWE-Offiziellen. Und die News habe ich gestern rausgeschickt. Vielleicht sogar das Ganze den Hauch einer Alibi-Veranstaltung haben könnte, weil man die Mädels wieder nicht mit nach Saudi-Arabien nehmen durfte. Ist das ketzerisch oder liegt die Vermutung vielleicht im Bereich des zumindest möglichen, Marvin? Ja, definitiv. Also ich habe generell schon den Eindruck und böse Stimmen haben es halt schon vermutet, als die Show angekündigt worden ist, nämlich dass dann nur Tage später man halt dann eben nach Saudi-Arabien fährt und vielleicht diese Show auch nur, sage ich mal, eine gewisse Gleichstellungsversuch beziehungsweise Ablenkung halt, also eben keine Gleichstellungsversuch, sondern Ablenkung gewesen ist. Und den Eindruck habe ich halt aufgrund des Aufbaus auch, weil ich finde, der Pay-Per-View Evolution hat das Potenzial eigentlich, groß aufgebaut zu werden, weil es eine große Show ist und eine wichtige Show und eben auch eine spannende, interessante Show. Aber so wirklich habe ich das Gefühl, außer halt mit der Ankündigung ein paar Altnamen. Da gehst du schon bei. Ja, so Ankündigung ein paar Altnamen und gut, ne, Becky Lynch, Charlotte, Flair, ne, die Fehde gibt's jetzt schon länger, was aufgebaut, aber gerade das Main-Match, ne, Ronda Rousey, Nikki Bella, der ist wirklich ein lausiger Aufbau. Also so, ja. Ich finde, die Show ist so, so manche Shows hätte ich mir früher vielleicht noch eher halt dann wirklich dann auch gegeben, auch wenn ich früh aufstehen muss. Das werde ich heute leider nicht machen, weil ich muss um 8 aufstehen, dafür werde ich nicht 2 Stunden Schlaf kassieren. So, das ist mir dann irgendwie dann doch auch einfach nicht wert. Geh ich mit. Also, wenn man sich die Karten mal anguckt, also das ist gar nicht mal so schlecht. Also, vieles hat sich da jetzt auch schon wieder getan. Ich meine, wir wollen ja jetzt das Ganze nicht en Detail besprechen, aber ein bisschen kann man, glaube ich, schon reingehen. Ich meine, wenn die Show jetzt heute stattfindet, dann kommen wir natürlich nicht dran vorbei, als möchte gern oder auch als solche vielleicht in Ansätzen wahrgenommene seriöse Wrestling-Seite darüber zu sprechen. Das ist ja vollkommen klar, dass wir das machen müssen und auch machen wollen. Aber einiges ist davon ja schon gar nicht mehr Fakt. Alexa Bliss ist ausgetauscht worden. Sie wird nicht antreten können, meine ich. Genau, die hat leider eine Gehirnerschütterung, ja. Genau, also Gehirnerschütterung ist auch wieder ein super Stichwort, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ich meine, das NXT UK Women's Championship Match wird auch nicht stattfinden, oder? Bei uns im Dings ist es noch drauf, bei der Matchcard. Ich meine, tatsächlich, dass das abgesagt wurde oder nicht übertragen werden sollte. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich muss mal kurz gucken. Ich meine, das habe ich irgendwo gelesen. Ich schaue gerade auch mal. Ich meine, es wird nicht stattfinden. Muss ich schauen. Muss ich nochmal gleich reingucken. Ich meine, dieses Match werden wir nicht sehen. Ich kann es jetzt nicht genau finden, wo ich das genau gelesen habe. Sind wir gerade auf Recherche. Also bei unserer Matchcard im Board steht es noch drin und ich bin mir nicht sicher, ob es stattfinden. Also es sollte ursprünglich definitiv stattfinden. So viel kann man schon sagen. Ob es nun wirklich passieren wird, da gehen die Meinung oder die Meldung wohl auseinander. Insofern hat sich jetzt, wie gesagt, einiges schon getan in Bezug auf das, was angekündigt wurde und das, was wirklich stattfindet. Entweder wird nur Alexa Bliss ausfallen, vielleicht, und so ist mein Wissensstand, auch das NXT UK Women's Championship Match. Ein Match, das man auch mit einem gewissen Interesse sonst hätte verfolgen dürfen. Und so ja, weil ich glaube, das hätte nämlich auch hätte was gebracht, das Match, ja, ne? Definitiv. Also doch, auf jeden Fall. Also du hast jetzt aber von dem NXT UK Women's Championship Match gesprochen, ne? Nee, also NXT Women's Championship wird stattfinden. Genau, okay. Nee, gut, das wollte ich nur nochmal klar. Okay, nee, aber trotzdem auch selbst das UK Women's Championship Match hätte ich gern gesehen. Hätte ich sogar fast am gernsten gesehen, in Anführungszeichen, weil ein bisschen Abwechslung schadet nie. Ja, definitiv. Marvin, Entschuldigung.
Worauf ich mich aber tatsächlich sehr freue, ist das Finale der Mae Young Classic. Das wird, glaube ich, mega gut. Oh ja, das glaube ich auch. Dann ansonsten, ja klar, halt das NXT Women's Championship Match. Ne, Kairi Sane gegen Shayna Baszler. Da wollte ich auch ein bisschen Wasser in Wein gerade gießen. Hatten die beiden nicht schon mal ein... Ja, natürlich, Kairi Sane hat doch von Shayna Baszler den Titel gewonnen. Genau, ja, richtig. Ja. Genau. Ja. Also, aber das, ich bin halt, ne, da streiten sich ja auch die Meinungen, aber ein großer Fan von Shayna Baszler und von Zayn sowieso. Ich freue mich mega auf das Match. Also, das könnte halt schon echt gut werden. Und ich freue mich halt auch, dass quasi einfach die NXT-Leute auch irgendwie dann die Chance haben, sich so zu beweisen. So nochmal auf der Main-Roster-Bühne, nenne ich es jetzt mal. Deswegen freue ich mich einfach darauf. Was ich vielleicht kurz einwerfen kann, so die es jetzt nicht hören wollen, halt mal kurz, also spul mal kurz 3 Sekunden vor, aber kleiner Spoiler, es befinden sich sowohl Ric Flair, der auch wohl beim Pay-Per-View auftreten wird, vermutlich an der Seite von Charlotte, keine Ahnung, sowohl Ric Flair als auch Christian, The Miz, Finn Balor, Shawn Michaels und Mike Kanellis in der Stadt für den Pay-Per-View und Vicky Guerrero. Vicky! Genau, also das so als kleine Randnotiz. Also so Star Power ist schon gegeben, aber wie gesagt, der Aufbau ist halt dann doch was dürftig. Absolut. Absolut. Also, das Mae Young Classic Finale, das wird ein richtig gutes Match. Das UK Women's Championship Finale wäre auch ein richtig gutes Match gewesen. Kairi Sane gegen Shayna Baszler fand ich nicht überragend, aber ich fand es auch gut beim letzten Takeover-Event. Das war in Ordnung. Becky Lynch gegen Charlotte, eigentlich auch eine Bombenfehde, meine Güte. Oder zumindest eine bombige Becky Lynch, sagen wir es mal so. Leider haben wir das Match nur auch schon ein paar Mal aber gesehen. Auch hier, ich glaube, unsere Card kann das sein, dass sie ein bisschen veraltet einfach ja, ist. Ja, das kann gut sein. Weil ich meine nämlich, dass es doch ein Last Man Standing Match ist, oder? Ist auch Last Man Standing. Ne? Ja, hier Last ist nochmal ein Singles Match noch drin. Genau, richtig. Also das, finde ich, gibt dem Match noch ein wenig Würze und ich finde, die können trotzdem, also ich glaube, das hilft auch ein bisschen nochmal der Ansetzung, weil wie du sagst, sie haben sich jetzt schon oft im Ring begegnet. Ich hoffe einfach nur, dass es hier Becky Lynch nochmal mit dem Sieg herausgeht und dass die Fehde dann damit auch beendet ist und sie weiterziehen kann. Das also alles andere wäre einfach schlimm, weil Becky Lynch ist heiß. Also ich kann es glaube ich in so 3 Phasen zusammenfassen. Nachdem sie geturnt ist, nachdem hier Turn gegen Charlotte sozusagen, und einige, du warst ja auch der Auffassung, eigentlich soll Becky als Face nach wie vor gebookt sein, da sind wir beide ja nicht aufeinander gekommen, irgendwann wurde dann deutlich, Becky soll definitiv Heel sein, wurde dann auch so gebookt, und da habe ich gesagt, das wird ihr vielleicht so den nächsten großen Schub geben können, so eine Art Protestreaktion der Fans, ist leider ausgeblieben zunächst, dann flaute es ein bisschen ab. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, nimmt es wieder Fahrt auf. Die Tatsache, dass man Becky trotz Heel-Stellung deutlich wieder mehr bejubelt. Also das nehme ich so wahr, wenn ich mir die Shows so angucke. Und das freut mich ungemein. Es ist mir egal, was für Reaktion Becky zieht. Ich freue mich einfach, dass sie welche zieht. Und ich hoffe, dass sie auf diesem Weg noch irgendwie dann wieder zum Face geturnt wird und die Sympathien mitnimmt. Und deswegen hoffe ich genau wie du. Das ist halt der Punkt, deswegen, ich weiß es halt nicht. Also jetzt mal ganz unabhängig von dieser Sache, wie ihr Heel-Turn inszeniert wurde, Heel-Face, was auch immer. Was man halt einfach ganz klar feststellen muss, und ich glaube, da würde mir auch keiner widersprechen, dieser zweite Titelrun als SmackDown Women's Champion ist deutlich besser als der erste. 100 Pro, hat viel mehr Impact. Wird genau, viel mehr auch Reaktion. Genau, weil ihr erster Run reduzierte sich darauf, okay, das ist jetzt mein Titel und ich nutze diese Chance und bla 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 und keiner. Belanglos der erste. Belanglos, Run. Genau. Und jetzt finde ich, hat sie einfach auch viel mehr Charakterstärke irgendwie bekommen Profil. Und Profil, genau, das ist das Wort, richtig, genau, Profil. Und es macht einfach unglaublich Spaß, ihr zuzugucken und sie ist einfach auch eine unglaublich gute Rednerin. Und deswegen hoffe ich, dass sie der auch mit dem Titel auch zu WrestleMania geht. Ich auch. Also, ob sie jetzt zum Ultra-Babyface wird oder nicht, sei dahingestellt. Aber da bin ich genau wie du der Auffassung, du hast das Profil genannt, oder wir haben es beide Profil genannt. Du hast es Profil. Man kann auch sagen,
seit dem Turn ist Becky Lynch tatsächlich sowas wie ein Star geworden. So komisch definitiv, das klingt. Ja. Man spricht über sie. Sie, das hat ihr noch ein paar mehr Facetten gegeben. Sie hat deutlich mehr Tiefe bekommen. Becky Lynch hat durch diesen Heel-Turn und die Championship-Meisterschaft gewinnen dazu, hat sie einen Schritt gemacht. Und das war das, was ich so erhofft habe. Und den Schritt hat sie gemacht. Sie ist derzeit, was das Star-Standing oder Star-Appeal angeht, steht sie derzeit über Charlotte. Und das war vor ein paar Wochen, vor dem Heel-Turn, noch undenkbar. Da habe ich in den Podcasts auch immer gesagt, Charlotte ist so ziemlich der einzige Star, den SmackDown im Frauenbereich vorzuweisen hat. Mittlerweile ist es Becky. Und das finde ich großartig. Das finde ich einfach nur klasse. Und ich finde, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter in die Zukunft schaut und die Fehde jetzt eben auch nicht überstrapaziert, finde ich, kann das, weil Becky Lynch ist halt so der wunderbare Antagonist gegenüber Charlotte. Und ich finde, die harmonieren auch gut. Und ich finde, die Fehde hat halt Potenzial, wirklich auch eine gute Feindschaft zu werden über die Jahre hinweg. Weil es gibt einfach so, kennt man ja, ne, also quasi das, was Sami Zayn und Kevin Owens beziehungsweise Kevin Steen halt in den Indies waren, diese so sowohl Freunde als auch Feinde, aber diese Fehde zog sich halt über die Jahre irgendwie immer wieder, kamen sie mal auf. Und ich finde, dieses Potenzial hat auch Becky Lynch und Charlotte. Und ich hoffe einfach, dass man die Fehde jetzt ein bisschen ruhen lässt und die kann man immer wieder aufgreifen, auch immer wieder intensivieren. Und ich fände halt gut, wenn man da irgendwie sowas Langfristiges auch draus macht, so. Ja, oder Charlotte hilft Becky oder Becky hilft Charlotte in ein paar Monaten irgendwann, um es dann wieder auf diese Ebene zu bringen, dass man da so eine lifelong Geschichte draus bastelt sozusagen. Ne? Genau. Also, ja, das Potenzial ist da, das sehe ich genau wie du. Was ich halt tatsächlich ein bisschen schade finde, ist halt jetzt, wenn wir von der Fehde nochmal weggehen, der Main Event der Show. Da bin ich gespannt, weil da habe ich auch eine Auffassung zu. Erstmal du. Weil, also ich muss sagen, ne, habe ich auch schon öfter gesagt, ich kann Nikki Bella so gar nichts abgewinnen. Sowohl promotechnisch nicht, als auch im Ring sowieso nicht. Ronda Rousey ist für ihre Verhältnisse gut. Bleibe ich auch immer noch weiter dabei. Die Matches, die ich gesehen habe von ihr bei den Pay-Per-Views, gefielen mir. So, aber sie braucht jemanden, der sie führt. Es wurde gut gelöst, als sie gegen Alexa Bliss antrat. Weil Bliss, aber selbst da so hat Bliss auch geführt. Und ich weiß nicht, ich habe Angst, dass das Match so ein Totalausfall wird. Und ich finde ehrlich gesagt nicht, dass Nikki Bella da auch die richtige Gegnerin ist. Und ich hoffe halt tatsächlich, dass Ronda Rousey das hier auch gewinnt. Weil ich will Nikki Bella nicht als Women's Champion haben, definitiv nicht. Alles andere wäre eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Meinst du, wenn jetzt Nikki Bella gewinnt? Ja, das wäre eine absolute Katastrophe. Wird auch nicht passieren. Also nee, 99% wird glaube ich auch nicht. Aber ne, man weiß es nie. Aber ich finde irgendwie schade, dass das so der Abschluss des Pay-Per-Views bildet. Irgendwie hätte ich da gern, ja, dann doch eher auch wie so wirklich Becky Lynch, Charlotte Flair gesehen. Irgendwie was halt wirklich dann auch gutes Wrestling noch so beinhaltet. Oder eine gute Fehde. Und das ist halt beim Main Event beides nicht der Fall. So, ja. Oder halt, ne, um auch nochmal so ganz, finde ich, hätte man zum Beispiel auch so komplett die Fehde zwischen Sasha Banks und Bayley anders erzählen sollen. Also über die letzten Monate hinweg, dass eine Konfrontation, ein Singles-Match hier mündet, weil ich finde, genau die beiden hatten auch das Potenzial, wenn man die Fehde nicht, ne, so salopp gesagt, verkackt hätte, diesen Pay-Per-View zu führen und auch auszuverkaufen, da wäre ich mir ganz sicher. Und jetzt hier, dass die überhaupt keine Rolle irgendwie spielen in dem Match, bei der Show, finde ich einfach traurig, weil beide so unglaublich talentiert sind. Aber Bayley, gut, ist ja schon lange Zeit einfach nur noch so Beiwerk und Sasha Banks zieht noch Reaktionen, aber ist auch nicht mehr so groß, wie sie mal war. Ich gucke gerade mal, Sasha Banks ist angekündigt, aber noch nicht gebuckt. Ja, ich vermute mal, dass sie in der Battle Royale auftreten wird. Da ist sie wird. Auch noch nicht, meine ich. Noch nicht, nee, ist sie noch nicht drin, aber... Also Sasha Banks hat gesagt, sie wird auf jeden Fall bei der Show sein. Bayley ist meines Erachtens noch nicht mal offiziell angekündigt. Ich sehe sie auch nicht in der Battle Royale, meine ich. Nee, Bayley ist nicht in der Battle Royale.
Bayley ist nicht offiziell für die Show angekündigt und Bayley ist auch nicht gebookt und noch nicht offiziell bestätigt. Bayley ist gar nicht auf der Zeit. Was ich auf Twitter aber irgendwie gelesen habe, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das zusammenhängt, dass sie irgendwie, oder habe ich das falsch verstanden, mit, ich schau mal gerade nach, mit Natalia auch irgendwie auftreten wird. Ja, Nettie ist auf jeden Fall gebookt, aber, ja. Ja genau. Ich schau gerade mal. Genau, Nettie wird auch auf, aber in welchem Match? Weil Bayley hat vor 20 Stunden auf Twitter geschrieben, halt über Natalia, wann sie das erste Mal gesehen hat. Und dann hat sie halt geschrieben, sie fühlt sich geehrt, morgen an ihrer Seite aufzutreten bei okay. Evolution. In welcher Form auch immer. Also Pre-Show-Match oder irgendwie. Keine Ahnung. Form machen ein Auftritt in der Masse sozusagen und sagen, wie toll wir die Entwicklung finden. Also gebookt für ein Match. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass es irgendwie dann doch noch irgendwie so zum Multi-Woman-Match kommt. Wo ja, einfach, das denke ich auch. Ne, so nochmal auf die Card geklatscht und dann, keine Ahnung, 8 oder 10-Woman-Tag-Team-Match. Dass man kurzfristig noch zusammenschustert und irgendwie während der Show sich finden lässt oder irgend sowas. Ja, das kannst du machen. Ganz kurz. Sag du. Ich wollte auch kurz zum Main-Event noch was sagen. Wrestlerisch stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe auch gewisse Befürchtungen, dass oder ob das was werden wird. Was das Star-Appeal angeht, ist diese, wie soll ich sagen, ist diese Ansetzung konsequent. Ronda Rousey ist ein Star und Nikki Bella, weiß der Geier warum, ist auch. Ja, und sie haben tatsächlich auch Tickets verkauft. Ja, muss man so sagen. Ja, also ist einfach seit so, man ja. die beiden ins Programm gesteckt hatte, lief das. Muss man so ja. festhalten. Und deswegen hat dieses Match einen gewissen Star-Faktor. Wrestlerisch ist es sicherlich nicht das Beste auf der Karte, muss man sagen. Aber es hat, warum auch immer, wegen Total Bellas, Total Divas, was auch immer, hat es eine gewisse Klatsch-Mainstream-Wahrnehmung erzeugt. Und als man das dann nachher, also zuerst war ja der Plan Alexa Bliss gegen Trish Stratus, dann hat man das als Tag-Team umfunktioniert mit Lita und Mickie James dazu, Alexa fällt jetzt sowieso aus, dann hat man das vom Mainstream, vom Main-Event-Spot weggenommen und da Ronda und Nikki hingepackt und seitdem lief der Vorverkauf, das muss man so festhalten, deswegen kann ich nachvollziehen, dass man es so bookt, die wrestlerischen Bedenken von Marvin Teilig. Aber na gut, nicht schön, aber selten. Mal gucken, was bei rauskommt. Nikki wird eh nicht gewinnen. Und gespannt bin ich auch auf die Battle Royale, muss ich gestehen. Ich fand den weiblichen Royal Rumble dieses Jahr nicht schlecht. Er war, hat einige sehr unterhaltende Momente gehabt, wie ich finde. Und hier bin ich auch gespannt, weil wir haben da so viele, nicht böse sein, ältere Damen teilweise. Mal gucken, was die gute Vicky dann noch zeigen wird. Sie ist nicht für die Battle Royale gebookt. Aber Ivory wird dabei. Alundra Blaze, meine Damen und Herren. Die habe ich sogar live gesehen in Chicago. Das war lustig. Genau, wir haben sie auch schon beim Flashback, haben wir sie auch schon thematisiert. Definitiv. Wie alt ist die? Die ist noch nicht ganz 40, glaube ich. Meinen Sie 48 oder so? Nee, die ist 54. Oh, ja, doch schon ein paar Tage älter. Ivory ist, glaube ich, auch über 50. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, da sind schon ein paar Ältere dabei, aber das könnte zumindest, sag ich mal, bunt werden, diese Geschichte. Also eine Knalltüte, wo viel drin ist, Überraschungstüte ist es wohl auch. Also ich gucke mir den Pay-Per-View an. Ich glaube, er wird auch ein gewisses Unterhaltungslevel haben, bin ich mir 100% sicher. Aber den Beigeschmack, den Marvin und ich schon angesprochen haben, den wollen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Den haben wir natürlich in diesem Fall. Ja. Ich glaube, die Show wird auch in Ordnung an sich, aber mir fehlt halt der Aufbau, die Relevanz irgendwie. Ja. Und aber es wird trotzdem ein guter Pay-Per-View, bin ich mir ganz sicher. Das denke ich auch. Ne, ich mache mir halt nur so ein bisschen Sorgen, auch so, weil Lita und Trish auch wirkten so im Ring sehr, sehr hölzern und sehr einfach so, es ist vorbei so. Da hoffe ich, geht nichts großartig schief. Ja, vor allem, wenn du bedenkst, wer Alexa Bliss Ersatz jetzt geworden ist, ne? Das stimmt eben, das kommt halt hinzu. Ich hoffe,
Ich hoffe, dass... Ja, wer ist es denn? Ich habe den Namen vergessen. Unsere schöne, rehafte... Ich wollte jetzt so schön, weil ich habe gar keine Ahnung. Ich wollte jetzt meine Unwiss... Die war bei der Survivor Series letztes Jahr Team-Captain. Mensch, wie heißt sie denn, diese kleine Psycho... Alicia Fox? Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte das jetzt so wunderbar überspielen und hatte die Hoffnung... Ja, ich leider auch, weil ich wollte jetzt den Namen raushauen, um dich zu retten. Und dann habe ich ihn selbst nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Geil, danke. Ich meine, Alicia ist die Ersatzfrau. Genau, okay. Ja, gut. Wird nicht besser. Ja, wird nicht besser. Nee, das wird katastrophal. Ja. Also, mal sehen. Na gut. Schauen wir mal. Die Battle Royale wird übrigens Nia Jax gewinnen, da bin ich mir relativ sicher. Alles andere wäre irgendwie komisch, hoffentlich nicht Lana. Kelly. Oder Michelle McCool, genau. 5. Frühling, so nach dem Motto. Mal gucken, was noch kommt. Gut, aber wir haben es ganz kurz, wir wollen ja auch die Sache jetzt nicht überstrapazieren. Warum wir diesen faden Beigeschmack haben, bei Evolution, weil der Aufbau nicht so toll war und B, weil es irgendwie doch den Charakter der Alibi-Veranstaltung hat, weil die Mädels eben nicht bei Crown Jewel wieder dabei sein dürfen in Saudi-Arabien, was uns zu Crown Jewel führt. Diese Show wird stattfinden. Ich war mir damals relativ sicher, dass WWE vielleicht doch noch die Reißleine ziehen wird. Hintergrund, nicht, dass Vince irgendwie moralische Bedenken bekommen würde, Gott bewahre, da habe ich, das glaube ich, keine Sekunde, sondern weil der Druck politisch und von der empörten Weltöffentlichkeit vielleicht zu groß werden könnte, dass sogar die Regierung sagen würde, also Saudi-Arabien, da lehnen wir das alles ab und macht keine Geschäfte mit denen. Soweit ist es nicht gekommen. Trump hat sich zurückhaltend geäußert, hat das Ganze verurteilt, aber so schlimm war das alles dann doch nicht und der Kronprinz und der König vor allen Dingen, die wussten von nichts und da kann man nichts machen. Die Verantwortlichen müssen jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden zur Rechenschaft gezogen, es gibt Verhaftung, der Geheimdienst wird umstrukturiert, also ein Krimskrams. Zumindest wird keine Reisewarnung ausgesprochen und Geschäftsbeziehungen und so werden auch nicht abgebröckelt. Ich glaube, Macron hat gestern gesagt, es wäre heuchlerisch, jetzt auch die Waffenlieferung nach Saudi-Arabien abzubrechen. Also da geht alles weiter. In Deutschland wird diesbezüglich fleißig diskutiert. Das war für Vince alles Wasser auf seinen Mühlen zu sagen, wir ziehen es durch. Er hat es durchgezogen oder er wird es durchziehen. Die Entscheidung wurde vorgestern offiziell bekannt gegeben. Kann man drüber nachdenken, wie man will. Ich sehe das äußerst kritisch. Man kann sagen, wenn man eine Wrestling-Veranstaltung dort abziehen will, soll man es machen. Wir alle wissen, dass Crown Jewel nicht nur eine Wrestling-Veranstaltung ist, sondern eine Art Propaganda-Inszenierung für das Regime. Das ist nun einmal so und deswegen mag jeder sich seinen Teil dazu denken. Fakt ist, John Cena und Daniel Bryan haben eindeutig kundgetan, dass sie nicht dabei sein werden. Finde ich interessant. John Cena hat eine Filmkarriere zu verteidigen, Daniel Bryan, ja, der pokert doch deutlich höher, oder? Daniel Bryan ist dann doch irgendwie wieder der moralische Kompass, der WWE. Auch wenn sich WWE dafür natürlich nicht interessiert. Ja, es ist mutig auf jeden Fall von Daniel Bryan, weil Dave Meltzer hat es ja auch schon häufiger erwähnt, viele hinter den Kulissen keine Lust nach Saudi-Arabien zu fliegen und die Show zu machen, sich aber natürlich einfach auch nicht trauen, das auszusprechen. Jetzt haben sie zwei prominente Namen halt dagegen ausgesprochen. Ich heiße, glaube ich, nicht, dass da jetzt großartig viele noch nachziehen werden, aber ist es schon eine Hausnummer, gerade von Daniel Bryan. Mal gucken, was mit ihm passiert. Ich bin sehr gespannt. Genau. Also ich bin auch sehr gespannt, weil ich meine, es war ein wichtiges Match, ne? Daniel Bryan, AJ Styles. Ne? Wie wird man das lösen? Und vor allen Dingen, was hat er persönlich für Konsequenzen zu erwarten? Ja, ich glaube keine, aber das gibt ihm natürlich dann aber auch nochmal eine gewisse Macht. Wenn er jetzt keine Konsequenzen spürt, was ich natürlich gut finde, dann merkt man einfach, wie wertvoll er dann scheinbar auch für die WWE ist, ne? Oder wie sehr man ihn dann auch irgendwie halten will, dass man ihm halt so viel Raum gibt. Eben, also ich bin gespannt. Also Vince darf ihm das eigentlich nicht durchgehen lassen. Und wenn er es ihm durchgehen lässt, dann haben wir das, was auf lange Sicht sogar für ihn problematisch sein könnte, dann haben wir eine Zweiklassengesellschaft. Nämlich Leute, die sich's erlauben können. Cena kann sich alles erlauben, muss ja, man Ja gut, sagen. Aber haben wir das nicht ganze Zeit auch schon? Also haben wir das nicht schon? Inwiefern? Bei der WWE, also das ist halt sozusagen eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Wrestlerschaft. Das ist richtig, die haben wir. Manche bekommen mehr Freiheiten, manche weniger, manche kriegen mehr Geld und dürfen sich mehr rausnehmen. Aber alle mussten bisher nach Vinces Pfeife tanzen. Und hier, meine ich, haben wir jetzt das erste Mal, seit ich so in der jüngeren Vergangenheit erinnern kann, dass jemand sagt, nein, hier ist eine Verpflichtung, die mein Arbeitgeber eingegangen ist in Saudi-Arabien. Ich bin verpflichtet, den Verpflichtungen meines Arbeitgebers Folge zu leisten. Ich gehe nicht mit.
so ein Fall, also ist mir jetzt nicht bekannt, dass wir sowas schon mal gehabt hätten. Dass ein Wrestler sagte, nein, ich gehe nicht zu der Show. Weiß ich nicht, aber gut, wir kennen die Verträge auch nicht, muss man dazu auch noch sagen. Ne? Also, naja, natürlich. Insofern, also ich bin gespannt, was hier jetzt passiert. Und ja, Crown Jewel, das... Die Show ist ja am 2. November, ne? Das ist ja... Next week, Friday. Ach, Freitag, ja. So, zur besten Sendezeit. Wann, wie viel Uhr? Ich meine so 19, 20 Uhr wird es wohl wieder. Ach ja, guck mal, sieh mal 18, an. 18, 19, irgendwo in dem Dreh. Früher Abend. Ja, heftig. Ja, bin mal gespannt. Das wird tatsächlich auch sehr interessant. Ja, also ich habe wirklich kurz überlegt, das Network zu kündigen. Wenn ich hier nicht Podcast und für die Seite arbeiten würde, hätte ich es auch gemacht. Aber ich muss jetzt zur geheuchelten Ausrede greifen. Ja, gehören wir. Nee, aber gehören wir alle irgendwie zu. Ich meine, wir haben uns dazu geäußert, aber wir schauen auch, wir beide ja auch weiter, natürlich klar, irgendwie auch hierfür. Ne, aber trotzdem ist es halt so, ist es schon geheuchelter. Wir müssen auch Selbstkritik üben. Ist es, gebe ich auch gerne zu. Und ich muss auch sagen, die Tatsache, dass ich jetzt hier die Podcasts mache und für WI die News schreibe, ist ein Feigenblatt, an dem ich mich jetzt hier festklammer. Moralisch ist das schon schwach, muss ich sagen. ja, aber wie gesagt, irgendwann denke ich mal, ist das Maß vielleicht auch voll. Bei mir ist es im Moment noch nicht. Und ich klammer mich an der Rechtfertigung WI und fühle mich dabei trotzdem schlecht. Ja. Es ist, wie es ist. Trotzdem sind wir damit erstmal für heute durch. Basht uns weg oder lasst es bleiben. Wir werden es irgendwie aushalten müssen. Und ja, vielleicht noch eine kurze Randnotiz. wahrscheinlich hast du es da auch gelesen. Klabauter hat gestern ins Forum geschrieben bezüglich des NXT UK Championship Match, dass das Match halt nicht stattfinden wurde. Es wurde lediglich in dem Artikel auf wwe.com überhaupt der NXT UK Women's Title erwähnt, in Klammern vor der Einführung, zwar zu einem Zeitpunkt, als man von einem früheren Start von NXT UK ausging. Bei den letzten Tapings wurde dann dieses Titelmatch angekündigt, in Klammern allerdings nicht für Evolution, und fand dann bereits am Tag 2 der Tapings statt. Boing. Also hat sich das damit wohl erledigt. Würde ich jetzt, wenn ich mich einfach mal auf ihn berufe, ich weiß es nicht. Gut, damit haben wir auch das kurz klargestellt. Und denke ich, mit der Woche sind wir soweit durch. Wir wünschen euch einen schönen Evolution Pay-Per-View, wenn ihr ihn gucken möchtet. Und Marvin, letzte Worte gebühren wie immer dir. Nee, ich habe keine letzten Worte. Viel Spaß bei der kommenden Wrestling-Woche. Ich meine, es stehen jetzt auch viele interessante Sachen an. Ne? Wir haben bald, jetzt fängt das an, das Jericho Cruise, was auch live ausgestrahlt wird, ne? Zumindest ein Tag davon. Gibt auch schon coole Bilder von der Location. Genau, die sehen mega cool aus. Und es ist auch eine coole Idee einfach, finde ich. Und wir haben da die Möglichkeit, Alpha Club gegen Bullet Club zu sehen. Ne? Also Chris Jericho und die Young Bucks, auch eine Kombi. Ne? Generell war das ein verrücktes Jahr. Und dann irgendwie Chris Jericho und die Young Bucks zusammen als Team zu sehen, ist irgendwie wirklich crazy. Wird auch übertragen, meine ich, auf Fight TV. Und genau, richtig. Network? Genau, richtig. Darauf wollte ich hinaus. Genau, Alpha Club gegen den Bullet Club, eben dann vertreten von Kenny Omega, Cody Rhodes und Marty Scurll. Das Sea of Honor Tournament, was auch einige interessante Paarungen verspricht, wie Christopher Daniels gegen Delirious, Jay Lethal gegen BJ Whitmer und Silas Young gegen Flip Gordon, bla bla bla. Auf jeden Fall viele interessante Kombinationen und und dann finde ich einfach, es ist eine coole Sache, kann man auf jeden Fall sich auch mal anschauen, also wer wieder ein wenig über den Tellerrand schauen möchte. Wir haben im Moment genug Shows, die Potenzial bieten. Genau, das hast du schön gesagt. Und mit diesen Schlussworten und dem Ausblick auf Jerry Cruz oder Jericho Cruz, wie auch immer das Ding jetzt genau heißt, ich weiß es gerade gar nicht so, wünschen wir euch einen schönen Restsonntag, ich hasse das Wort Restsonntag, einen schönen Pay-Per-View und einen besseren Start in die Woche. Und der ungeschlagene Werwolf, WI-König und Marvin würden sich damit von euch verabschieden. Macht es gut, bis bald. Tschüss. Adios.